Draußen schlafen ist ja eigentlich eine coole Vorstellung, vor allem wenn man zum Beispiel weit wandern geht. Denn da hat man dann die maximale Flexibilität, was den Schlafplatz betrifft. Aber welche Möglichkeiten hat man denn eigentlich und was hat das für Vor- und Nachteile? Egal, ob es ums Weitwandern geht oder um eine Zweitagestour. Darum geht es jetzt. Draußen schlafen ist eine schöne Sache. Man ist sehr flexibel, kann sich überlegen, wie weit man gehen will und wo es gemütlich aussieht. Außerdem teilt man sich keinen Raum mit 20 anderen Leuten. Hat alles so seine Vorteile, aber auch seine Nachteile. Mal ist es kälter als erwartet, mal ist es wärmer, mal deutlich, ja, nasser. Und gelegentlich wollen Grundstückseigentümer auch noch mitreden, wenn es um die eigenen Campingambitionen geht. Aber ganz unabhängig davon gibt es erstmal drei Methoden, die ihr euch überlegen könnt. Schlicht ist man unterwegs, wenn man keinerlei Ansprüche an Komfort hat. Jedoch bringt das ein paar Probleme mit. Die absolute Minimalausstattung sollte dennoch zumindest eine dünne Isomatte sein. Ja, natürlich ginge es theoretisch ohne auch. Doch selbst wenn es trocken ist, sind gerade die weichen Wiesen oftmals feucht und sammeln während der Nacht Feuchtigkeit. Ein nasser Rücken kann am Berg aber definitiv nicht entzücken, deshalb ist eine dünne Isolationsschicht zumindest nicht schlecht. Zusätzlich kann man aber auch einen Biwaksack wählen. Der ist etwas handlicher als zum Beispiel manche Isomatten und schützt zusätzlich noch vor Wind und Wetter. Er isoliert vom Boden schlechter als eine Isomatte, hält aber zumindest die Feuchtigkeit vorm Eindringen ab. Der Vorteil dieser Art zu nächtigen ist grundsätzlich, dass man klein, leicht und unauffällig unterwegs sein kann. Ein Biwaksack ist in 1,5 Minuten ausgepackt, in 1,5 Minuten ist er wieder eingepackt. Bei einer Isomatte geht das ähnlich schnell. Damit sorgt man für wenig Wirbel, kann sich also auch spät nachts noch irgendwo hinlegen, ohne mit der Stirnlampe zum Zeltarchitekten werden zu müssen und ist auch sehr flexibel, was den Schlafplatz betrifft. Natürlich kommt das alles aber nicht ohne Nachteile. Wenn es in der Nacht deutlich abkühlt, ist das in diesem Setup eher ein Problem, weil es einfach ungemütlich wird. Ohne Biwaksack noch viel mehr als ohne Isomatte. Außerdem gibt es natürlich ein ganz offensichtliches Problem: Regen. Wenn es anfängt zu regnen, aber gleichzeitig richtig warm ist, dann ist man in einem Biwaksack eigentlich verloren, wenn es um die Gemütlichkeit gehen soll. Denn auf der einen Seite will man ja nicht nass werden, auf der anderen Seite schwitzt man sich im Biwaksack aber zu Tode. Eine Nacht im Freien muss unter diesen Umständen also definitiv mit sehr guten Wetterprognosen passieren. Ein Wetterumschwung ist hier definitiv nämlich das Letzte, was man brauchen kann. Achtung, diese schlichte und simple Variante ist immer schwierig, weil das Weglassen des Schlafsacks beispielsweise letztlich wenig Schutz vor Kälte liefert. Wenn man nicht im Hochsommer bei stabilem Wetter unterwegs ist, sollte diese Variante also immer nur eher eine Notlösung sein. Hat man aber gute Bedingungen vorherrschen und ist nicht in zu hohen Lagen unterwegs, kann bei guter Planung so ein minimales Setup durchaus funktionieren. Man kann auf einem Berg bivakieren und vorbereitet sein, um mit unerwarteten Umständen trotzdem umgehen können. Das erfordert aber mehr Gepäck. Dazu gehört dann schon eine Isomatte und ein passender Schlafsack, ein Biwaksack und wer es ganz gemütlich haben will, vielleicht auch noch ein Kocher. Letzterer natürlich optional, je nachdem, was man vorhat. Der Schlafsack und die Kombination Isomatte und Biwaksack machen die Angelegenheit wieder schwerer und unhandlicher im Packmaß. Der Vorteil ist aber, dass man weiterhin sehr dezent unterwegs ist. Der Mehraufwand beim Aufbau des Lagers ist ebenfalls nicht recht groß. Es bietet sich natürlich an, wenn man nicht einfach die erstbeste Ecke findet, sondern einen möglichst flachen und weichen Untergrund sucht. Trotzdem sind das Punkte, die auch bei anbrechender Dunkelheit noch funktionieren und keine lange Planung vorweg bedürfen. Der Nachteil ist auch hier wieder in gewisser Weise, wenn das Wetter unerwartet schlecht wird, wird es auch unangenehm. Dank Biwaksack ist man natürlich ausreichend geschützt und auch der Schlafsack wird die entstehende Kälte gut im Griff haben, aber mit einer gemütlichen Nacht hat es dann trotzdem eher nichts mehr zu tun. Geplante Biwaknächte mit einem Biwaksack haben nämlich immer den Nachteil, dass der Biwaksack sehr gut die Abwärme des Körpers vorm Austritt bewahrt. Hier findet ihr zu diesem Thema auch nochmal ein ganz detailliertes Video. Wenn es aber im Biwaksack zu warm wird und man anfängt zu schwitzen, dann sollte man ihn öffnen und Luft reinlassen. Wenn es aber dann gerade regnet, merkt man ohne viel nachzudenken, dass man jetzt vor einem Problem steht. Heute gibt es auch schon Biwaksäcke mit Membran, teilweise auch mit gut platzierten Belüftungsoptionen.
aber beide Lösungen führen selten zu einem idealen Zustand. Vorteil des Ganzen ist also die bessere Anpassung an diverse Wetterlagen und dass man immer noch recht unauffällig ist. Nachteil: eindeutig ein höheres Gewicht und auch ein größeres Packmaß. Wer sich's richtig gut gehen lassen will, der sollte auch auf ein Zelt oder in schlichterer Variante auf ein Tarp nicht verzichten. Denn dann ist man vor Wind und Wetter jedenfalls bestens geschützt und kann auch auf einen Biwaksack für die geplante Nacht zumindest verzichten. Dabei sollte man jedoch beachten, dass man mit einem Zelt zwei große Nachteile in Kauf nimmt. Zum einen, man trägt das Zelt immer, also auch wenn man es eigentlich nachts gar nicht nutzen will oder muss oder kann. Außerdem ist das Zelt auch immer relativ schwer und sperrig. Selbst ultraleichte Zelte mit 800 Gramm sind stolze 800 Gramm schwerer als gar kein Zelt zu haben. True Story. Und dann kommt natürlich auch noch ein ganz dicker Nachteil dazu: die Sichtbarkeit. Ein Biwak ist mit einer Isomatte und einem Schlafsack, das ist zwar sichtbar, aber in der Regel hinter jedem kleinen Stein recht schnell versteckt. So ein Zelt ist halt nun mal ein Zelt. True Story. Und das sieht man eben mal. Das wird vor allem dann ein Problem, wenn man eigentlich gar nicht übernachten darf. Denn sobald ein Zelt im Spiel ist, verliert man in vielen Regionen der Alpen das Recht auf eine Nacht im Freien. Streng genommen hat man in den meisten der Regionen sowieso nie ein Recht auf eine Nacht im Freien, sondern höchstens ein Recht auf eine Notsituation. Aber gerade beim Zelten kann man da dann auch nicht mehr argumentieren, dass man hier ungeplant geschlafen hat. Der Vorteil eines Zeltes ist natürlich, dass man seine 7 Sachen immer im Blick und im Griff hat, nichts nass werden kann, es manchen Leuten auch ein bisschen ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit liefert. Und all das können natürlich gute Argumente für ein Zelt sein. Für mich persönlich ist klar, will ich am Berg draußen schlafen, aber darf eigentlich nicht, dann bleibt das Zelt auf jeden Fall zu Hause. In den meisten Fällen komme ich aber ohne Schlafsack trotzdem nicht aus, vor allem wenn ich hoch oben schlafen möchte. Eine Isomatte ist immer etwas Feines, vor allem um dem Schlafsack ein wenig Sicherheitsreserve zu bieten und keine Löcher zu provozieren. Ein Biwaksack ist auch noch dabei, falls das Wetter doch umschlagen sollte. Lieber schwitze ich in meinem Biwaksack ein wenig mehr, als komplett durchnässt inklusive Schlafsack meine Tour panisch abbrechen zu müssen. Deshalb bleibt eigentlich nur eine einzige Frage. Und zwar, wie verbringt ihr gern eure Nächte im Freien? Lieber mal mit etwas weniger Gepäck und dafür auch weniger Komfort? Oder lieber doch mit Sack und Pack, damit definitiv nichts schief gehen kann? Oder habt ihr euren VW California schon mal am Watzmann Mittelgipfel geparkt? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal müsst ihr dieses Video definitiv geliked haben. Also sage ich jetzt einfach mal, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!